Servus, meine Lieben, heute möchte ich Zahnpastatropfen herstellen. Die kann man dann ganz einfach in ein Glas oder ein wiederverwertbares Gefäß mitnehmen und transportieren. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und über ein Abo oder einen Kommentar würde ich mich freuen. Danke. So, dafür brauchen wir ganz einfach nur ein Backpapier, Zahnpasta. Damit man möglichst viel aus der Zahnpasta rauskriegen kann, kann man zum Beispiel hier auch zwei Ohrstäbchen nehmen. Und dieses Bändchen hier, nehmen wir mal doppelt, dann geht es wieder schneller, einfach da rumwickeln. Also einfach, also nicht, schön stramm, weil wir wollen es ja dann, dass das schön zusammendrückt und wir das durch die Probe ziehen können. So, da haben wir die erste Seite fertig. Und jetzt nehmen wir die andere Seite. Ein bisschen sehr eng. Da ist halt schon was raus, machen wir mal hier oben auf. Von hier also man kann egal welche Zahnpasta eigentlich dafür verwenden. Solche kleinen Dinge reichen halt einfach, ne? Einfach runterklappen, dass da die Luft rausgeht. So. Machen wir es halt einfach von der anderen Seite. Mache ich jetzt anders. Ich drücke das jetzt mal nochmal durch. Dann rollen wir es gleich zusammen. So. Und dann ist man das halt einfach austrocknen, tut noch vorher was drüber, das zeige ich euch dann. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange das trocknen muss, das habe ich leider nicht gefunden, irgendwas dafür. Aber es werden wir feststellen. Die nehme ich dann nachher, um das zu zeigen, wie es geht, wenn es fertig ist. Also das ist zum Beispiel was, wie man es auf jede Reise mitnehmen kann. Also einfach, um auch Platz zu sparen, dann braucht man keine Tube oder ja, und man hat es gleich portionsweise. Man kann es zu Hause verwenden, man kann es unterwegs gehen, weil man jetzt weiß, man ist so und so viele Tage unterwegs. Da kann man zum Beispiel auch vielleicht nur eine Streichholzschachtel mitnehmen. Oder eine kleine Dose, wo man die da reintun hat. Das heißt, man hat auch einen unheimlichen Platzersparnis dabei. Wenn man jetzt zum Beispiel verreist oder so, also jetzt fliegt oder so, oder wo man wenig Gepäck mitnehmen kann, da spart man halt dann auch Krams oder so. Also manchmal ist es doch, wenn man im Flieger ist oder so, dass man dann keine kleine Zahnpasta hat oder so und man trotzdem was mitnehmen möchte und
weil man nicht weiß, ob es in dem Land diese Zahnpasta, die man hat, seine Lieblingszahnpasta oder so gibt. Und das Problem hat sich denn damit nicht. Weil man kann halt ein bisschen was mitnehmen. Dass man die Tube wirklich bis zum letzten verwenden kann, also alles rauskriegt. Das machen wir auch gleich. So, jetzt scheint die Tube ja ziemlich leer zu sein. Jetzt drehe ich sie mal kurz zu und schneide sie auf. Dafür muss ich erstmal eine Schere holen. So, Schere habe ich schon mal und jetzt hole ich noch ein anderes Hilfsmittel. Einen kleinen Spachtel. So, dann schauen wir mal, was da noch drin ist. Wie gut diese Technik funktioniert. Solltet ihr ohne Schere nehmen, die schneidet. Ich hole mal eine andere Schere. Die bringt es wahrscheinlich nicht gerade. Ich habe nochmal eine andere geholt. Probieren wir es mal mit der. Ja. So. Wir können sie jetzt so aufschneiden und so. Genau, machen wir einfach mal so. Und jetzt längs. So. Also man sieht, da ist wirklich nicht mehr viel drin. Hier ist noch was drin. Streichen wir das einfach mal hier raus. So. Weil wir wollen ja Tropfen rauskriegen. Hier ist doch etliches drin. Eine andere Hilfe nehmen. Jetzt drehen wir es auf. Und da ist sie jetzt ein bisschen noch drin. Nehmen wir jetzt. Hier die Watte ab. Aber wir wollen jetzt später keine Watte im Mund haben. Und stülpen das ein bisschen raus.
Und damit haben wir die Tube relativ leer gekriegt. Und jetzt in unserem Backpulver und streut es über die Dinger drüber. So, das lassen wir jetzt trocknen und dann melde ich mich wieder. So, meine Lieben, ich habe die jetzt am Dienstag gemacht gehabt. Die sind jetzt richtig trocken. Und die tun wir jetzt in diese Käse rein. Wie gesagt, den. Und welcher war es noch? Den hier, den habe ich gesagt, den nehme ich zum Testen. Einfach mal in ein Glas. Das Backpulver ist ja auch dafür da, um zu, dass sie miteinander kleben. Also können wir das einfach reinkippen. So wie sie sind. Und dann sind sie noch schön geschützt. So. Und die kann man dann jetzt noch einzeln einschweißen in Viererpackungen oder so, wie viel man denn haben möchte. Oder in ein kleines Glas tun. So. Und dann schüttel ich die jetzt mal ein bisschen. Und dann sieben wir jetzt mal das Backpulver raus. Und dann haben wir das Backpulver nämlich weg, weil dann überall auch was dran war. Ne, die sind jetzt komplett mit Backpulver gemacht, dass sie schon trocken sind. So. Dass man das meiste Backpulver raussiebt. So, kann man die hier vorsichtig reinfüllen. Und da ja auch die Zahnpasta nicht nur ich im Mund nehme, vielleicht, sondern auch andere, deswegen die Handschuhe, Hygienegründe. Also, weil mache ich von, also ihr wollt ja auch nicht unbedingt von anderen Leuten. Jetzt kann man, also wie gesagt, die habe ich jetzt, wir haben jetzt Samstag, die habe ich jetzt 5 Tage trocknen lassen. Wenn ich mich nicht täusche, ich gucke nochmal denn noch nach. Ja. So. Sind die jetzt erledigt? Und kommt gleich. Also, Schluck Wasser, 2 kleine. Nehmen wir minimal einen Schluck.
Also ihr habt gesehen, er schäumt und alles und das Backpulver schmeckt mir überhaupt nicht. Und ja, es ist halt, da ist halt normale Zahnpasta, ist und keine biologische abbaubare, die am besten irgendwie eine Tüte oder so und nicht in die öffentliche Natur reinspatzen. Das kann man machen bei anderen Dingen, die biologisch abbaubar sind, Zahnpastas oder so. Die ist es halt, ist halt eine ganz stinknormale Zahnpasta und daher muss man mal gucken, wo man die denn entsalzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und über ein Abo oder einen Kommentar würde ich mich freuen. Danke, ciao.